Tja, meine Damen und Herren, wir sind ganz stolz darauf, dass wir Trends setzen dürfen, denn Sie sind ja die Kunden und Sie entscheiden, was hier gekauft wird. Und wir freuen uns ganz besonders über eine Reihe von Armbanduhren, die Sie uns aus den Händen gerissen haben. Die sind mehrmals schon ausverkauft gewesen. Wir haben sie aber heute wieder da für all diejenigen, die es das letzte Mal nicht geschafft haben, durchzukommen oder denen man gesagt hat, leider sind die Uhren ausverkauft. Es gibt wieder einen neuen Trend an Armbanduhren, die sind frisch, die sind tatsächlich nicht nur für den Urlaub, auch für Business, als Schmuck, für die Männer, für die Frauen. Es ist alles dabei und wir sind ganz stolz, Ihnen die jetzt wieder vorführen zu dürfen. Für einen winzig kleinen Preis. Richtig billig, aber richtig gute Qualität. Ja, das haben wir auch dir zu verdanken. Dankeschön, Anne. Ja, ich danke auch dir, Walter. Ja, der neue Sommertrend 2012 lautet Farbe. Und dann passt es natürlich super wieder in unser Sortiment, denn ich habe mitgebracht eine sportliche Armbanduhr für Männer sowie für Frauen. Mhm. Und das Tolle ist, es gibt die in den knalligsten Farben, die Sie sich nur vorstellen können, also passend zum neuen Trend. Jawohl, für jeden ist eine Farbe dabei, jedem seine Lieblingsfarbe. Die Farben ändern sich vielleicht im Laufe des Lebens. Ich habe früher Blau sehr gerne gehabt. Heute mag ich lieber Grün oder ein Rot. Ne? Das ändert sich tatsächlich. Ja, ist das bei dir auch so? Ist wirklich so. Also ich esse momentan auch Sachen, die habe ich früher, die habe ich gar nicht mal angeguckt. Zum Beispiel, wie nennt man diesen kleinen Cola? Rosenkohl. Habe ich früher nie gegessen. Die grünen Kohle habe ich früher nie gegessen. Jetzt mag ich sie total gern. Also es ist wirklich auch äußerlich, man ändert sich halt, ne? So, also diese Uhren ist tatsächlich ein Trend und der gilt weltweit. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in London beispielsweise. Da trägt jeder so eine Uhr und jeden Tag eine andere Farbe. Aber auch in New York, und das ist ja immer noch ein Pflaster, meine Damen und Herren, wo eben die Welt zu Hause ist und die schwappt ganz schnell rüber. Normalerweise muss man ja auf Amerika auf Trends 20 Jahre warten. Bei uns müssen Sie das nicht. Auch Sie können jetzt schon die Uhren tragen, die man in London, in New York, in Tokio oder wo auch immer auf der Welt trägt. Das ist das Feine heutzutage. Jede Frau und jeder Mann hat diese wunderbaren bunten Uhren. Und die können auch was. Die sind richtig toll. Die sind zum Beispiel wasserdicht. Die sind wasserdicht und das Ganze 5 Atmosphäre. Das heißt, ich glaube, bis zu 5 Meter, also nicht ich glaube, ich weiß es, 5 Meter kann man damit angenommen tauchen oder die Uhr unter Wasser tauchen, ohne dass da etwas passiert. Also die läuft genauso unter Wasser weiter wie über Wasser. Das möchte ich Ihnen auch beweisen, indem ich jetzt einfach meine Uhr mal hier reinlege ins Wasser und Sie werden sehen anhand der Kamera, dass sie immer weiter tickt. Das heißt also, wenn Sie jetzt in Urlaub sind, am Strand, am Meer oder unter der Dusche beispielsweise, müssen Sie diese Uhr überhaupt nicht abnehmen. Das ist das eine, was sie kann. Ja. Zum anderen kann sie natürlich toll aussehen und ein richtig toller Schmuck sein. Ja, und die kann nicht nur toll aussehen und die ist nicht nur wasserdicht. Da kann man auch noch das Datum ablesen und die Uhrzeit und das Ganze kann man sogar noch bei Nacht ablesen, denn diese kleinen Zeigerchen, schau mal. Ja. Leuchten. Die leuchten, genau. Also auch wenn es dunkel ist, sie erkennen immer sofort die Uhrzeit und natürlich Datum. Und das ist richtig praktisch, weil was gibt es Schlimmeres, als wenn man im Dunkeln nicht die Uhrzeit ablesen kann? Was macht man? Man kramt Handy raus. In der Dunkelheit verliert man es vielleicht sogar noch, wenn man Pech hat. Genau. Und jeden Tag eine andere. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Wir haben einmal gelb und einmal schwarz. Und jetzt bitte ich mal unseren Butler James um die nächste Farbe. So, da kommt er schon. Aus Middlefrim, unser James, Dankeschön. Das ist also Orange, meine Damen und Herren, und auch Orange haben wir hier im Programm. Wenn das also Ihre Lieblingsfarbe ist, dann ist das genau das Richtige. Ich lege die mal hier vor. Ja. Und, meine Damen und Herren, denken Sie dran, die Deutschen sind etwas hinterher, was also Uhren, Armbanduhren angeht. Denn man muss das einfach nochmal sagen, ob Frau oder Mann, man schmückt sich gerne. Nur bei Männern ist es schwierig, sich zu schmücken. Ja. Ne, da ist also die Armbanduhr beispielsweise ein Muss. Und bei den Italienern ist es so, dass statistisch gesehen die Italiener im Schnitt 11 Armbanduhren zu Hause haben. Sie 11 Armbanduhren zu Hause, meine Herren? Ja? Meine Damen vielleicht, weil die Damen sammeln ja vielleicht Armbanduhren. Ja, und selbst das gibt ganz schön Geld, ne? Ja, und hier haben Sie eben keine Probleme mit dem Geld, denn aufgrund des Preises, der ja ganz weit unten liegt, meine Damen und Herren, können Sie hier jede Uhr kaufen. Ich würde alle kaufen, dann haben Sie die ganze Woche jeden Tag ein neues Schmuckstück. Oder zum Verschenken. Oder zum Verschenken. So, jetzt haben wir also gelb, wir haben schwarz und wir haben noch eine Farbe. Und da bitte ich nochmal unseren James, bitte.
Da kommt er wieder. Gute alte englische Schule. Vielen Dank, James. So. Guck mal, ohne eine Miene zu verziehen. Ohne eine Miene zu verziehen. Und dann haben wir hier, meine Damen und Herren, ein Blau. Ein tolles Blau. Das würde jetzt auch zum Beispiel, das beißt sich noch nicht mal. Ja, würde wenn, gut zu mir ja, passen. Ne? Wenn du die jetzt tragen würdest, schau mal. Stimmt. Das ist die nächste Farbe. Das ist die vierte Farbe, die wir hier im Programm haben. Mhm. Aber wir haben natürlich noch mehr Farben. Vorher möchte ich Ihnen noch was erklären, meine Damen und Herren. Die Zeit ablesen ist ja einfach, das kann ja jede Uhr. Wasserdicht, das ist nicht so einfach, das kann nicht jede Uhr, vor allen Dingen nicht zu dem Preis, da können Sie gerne mal vergleichen. Und wie gesagt, wir haben ja Trends gesetzt, die Lünette, die Sie ja haben, das ist der Kranz, diese Lünette, die können Sie drehen. Und da sind auch Ziffern drauf, das heißt also ideal für Leute, die joggen oder ja. Marathon laufen oder die gerne schwimmen oder mal den Puls einstellen wollen. Das ist richtig toll, ich dachte zu Anfang, das ist immer nur so eine Spielerei, die man da reingemacht hat, aber das hat sogar einen Sinn, Wahnsinn. Ja. Macht richtig toll. Sinn. Ist natürlich auch super geeignet für Allergiker. Es gibt ja viele Leute, die vertragen, angenommen, kein Modeschmuck. Warum? Ja. Weil überall in diesem Material noch Nickel sich befindet. Und da reagieren die ganz allergisch drauf. Hier haben wir aber ein Silikonband. Das heißt, super für Allergiker geeignet. Also auch da müssen die Allergiker nicht mehr auf Trends verzichten, denn diese Uhren sind absolut Allergiker geeignet und nickelfrei. Sie dürfen auch mal auf die Hinterseite gucken, damit Sie sehen, wie fein die verarbeitet ist. Ja, schauen Sie, gar kein Problem, super. Diese Uhr zu tragen. Man schwitzt da nicht drunter. Allergiker können aufatmen, nickelbackfrei und natürlich dieses herrliche Armband, was auch noch flexibel ist, muss ich Ihnen mal zeigen. Aber wir wären ja nicht Pearl TV, wenn wir nicht noch eine Farbe in petto hätten. Und dann bitte ich noch mal unseren Butler James, bitte schön, die nächste Farbe. Vielen Dank, James. Könnte auch etwas schneller gehen. Danke. So, dann lege ich mal das Weiß dahin. So, schau mal. Und das Blau legen wir auch noch dahin. Ich muss hier eben mal reinstecken. So. Jetzt haben wir schon 5 Farben, meine Damen und Herren. Und Ihre Farbe ist sicherlich schon dabei. Wir haben übrigens festgestellt beim letzten Ausverkauf, dass tatsächlich viele Leute gleich alle gekauft haben. Das ist auch vernünftig, denn dann können Sie nach Lust und Laune jeden Tag eine andere Uhr anziehen. Die ist auch gesellschaftsfähig. Die kann man nicht nur businessmäßig, sondern die kann man auch mal auf einer Gala abends anziehen. Genau, das kann man definitiv. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und meine Sachen ausgewählt habe, dann suche ich passend zu meiner Kleidung die Uhr aus oder umgedreht. Also es ist wirklich eine tolle Sache, weil wer kann das schon sagen, dass ich die Uhr passend zum Outfit wähle? Ich meine, normalerweise würden die Leute denken, na, die muss ja Geld haben. Habe ich auch am Anfang gedacht. Also wir haben jetzt einmal Blau dabei, wir haben Schwarz dabei, wir haben Orange. Wir haben Schwarz dabei. Quatsch, Weiß dabei, wir haben Orange dabei. Die Schwarze, tickt sie immer noch? Ist sie wasserdicht? Schauen Sie sich das an. Und sie tickt und ist wasserdicht. Und das ist das Tolle an dieser Uhr. Die müssen Sie nicht abnehmen, wenn Sie duschen oder wenn Sie ein kleines Bad nehmen. Egal, ob Sie businessmäßig unterwegs sind oder aber, ja, glaubst du denn, ich kriege die hier hingestellt? Das ist doch. Sie will nicht. So, jetzt, aber jetzt kommt der absolute Clou für alle. Gelb noch, gelb. Ja, gelb. Da. Okay. Der absolute Clou für alle Handwerker, für alle Hausfrauen, die gern mal auch die Uhr bei der Hausarbeit umlassen, meistens zerkratzt dann das Glas. Das ist kratzfestes Mineralglas. Also auch wenn ich da jetzt mit Nägeln drauf komme oder mit irgendeinem Gegenstand, es zerkratzt nichts, es passiert nichts. Also hochrobust und das für so einen kleinen Mini-Mini-Preis. Genau. War mehrmals ausverkauft. Die ganze Serie ist jetzt wieder da. Und meine Damen und Herren, ich werfe ihm nochmal einen Blick herüber, denn das kann es noch nicht gewesen sein. James, bitteschön die nächste Farbe. Ja, und da kommt er. Zeit. Dankeschön für die alte englische Schule. Dankeschön. Thank you. Bye bye. Ich glaube, er darf gar nicht reden. So, da haben wir noch mal Grün. Grün ist zum Beispiel, viele Frauen mögen Grün in allen Facetten. Ne? Und früher hat man gesagt, Grün und Blau schmückt die Sau. Das ist heute nicht mehr. Nein, das ist heute nicht mehr so. Der Trend ist tatsächlich da, dass man sagen kann, Grün und Blau passt ausgezeichnet. Ne? Da bin ich ja froh, dass es dieses Sprichwort kein Grün und Blau, ne? Ja. Schmückt die Sau. Nee, hat man früher wirklich gesagt. Ne? Wer also Grün und Blau anzog, das hat sich gebissen. Aber heute ist das ja alles anders geworden. Ja, heutzutage ist es ja so, wenn du eine grüne Hose anhast, dann kannst du ruhig ein gelbes Shirt dazu anziehen, grüne Schuhe, pinke Armbanduhr. Das, je farbiger, desto trendiger liegen sie nämlich. Mhm. Oder sind sie? Oder wie sagt man das? Ja. So, jetzt haben wir insgesamt Grün, Blau, Weiß, Orange, wir haben Gelb, wir haben Schwarz. Es ist alles dabei. Und meine Damen und Herren, Sie müssen jetzt eigentlich nur noch zuschlagen. Aber wir haben uns gedacht, da gibt es ja noch eine Uhr, die Trends gesetzt hat bei Pearl TV. Und die wollen wir Ihnen gleich auch in dieser Sendung direkt zeigen. Das ist nämlich eine ganz besondere Uhr. Ja? Und da bitte ich noch einmal James.
Gleich müssen wir die Sendung verlängern wegen Ihnen. Vielen Dank, lieber James. So, was haben wir hier für eine Uhr? Das ist eine absolut wahnsinnige Hammeruhr. Soll ich dir mal zeigen? Bevor ich sage, was es ist, sage ich einfach mal kurz Licht aus, oder? Licht aus? Okay. Licht aus. Dann wirst du sehen, was es für eine tolle Uhr ist. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, pass auf, was jetzt passiert. So. Oh, die leuchtet. Warte, leuchtet richtig doll. Das heißt, wenn du die tagsüber anhast, lädt die sich auf durch die Sonne, durch Licht. Und wenn du die dann abends oder in der Nacht, wenn du unterwegs bist und willst wissen, wie spät es ist, also man sieht dich nicht, man sieht die Hand vor lauter Augen nicht, aber man sieht deine Uhr leuchten. Ich finde das toll. Sache. Ich finde das richtig klasse. Ich kann mir direkt vorstellen, wie man auf Mallorca oder auf Ibiza und wie das alles heißt oder Costa del Sol, wo sie so sind im Urlaub, meine Damen und Herren, dass das nachts alles schön wunderbar leuchtet. Ja. Das ist eine sogenannte Neonuhr, ne? Genau. Und vielleicht kennen das viele kleine Mädchen noch. Die hatten früher, gab es so kleine Trolle und oder Ponys und dann, die haben auch in der Nacht geleuchtet und das war schon wahnsinnig, als es damals rauskam. Da war ich total verzweifelt, weil das so toll war und jetzt gibt es als Uhr, also es ist wirklich Wahnsinn. Natürlich auch zu einem winzigen Preis, vielleicht gleich mitkaufen, die Neonuhr, meine Damen und Herren, die auch eine drehbare Lünette hat, die ein Mineralglas hat, stoß- und kratzfest, die eine Lupe hat auf dem Datum und natürlich super genau geht. Also das ist wirklich ein toller Trend und ich freue mich wirklich, also offen, ganz offen, dass es so gut gekauft worden ist und weitergekauft wird, denn die Farben sagen nicht nur alles, sondern auch der Schmuck. Schmuck ist, Uhren sind auch Schmuck. Für Männer und für Frauen, also Unisex, sagt man ja. Immer wieder abzulesen, nachtleuchtende Zeiger, Ziffernpunkte, Ziffernblatt, Gehäuse, meine Damen und Herren, wunderbare Sache. Elastisches, nachtleuchtendes Silikonarmband haben wir hier mit verstellbarem Edelstahl-Dornverschluss. Und denken Sie auch nochmal an die Lünette, damit auch Sportler oder solche, die es werden wollen, so eine Uhr tragen können. Die lege ich nochmal dazu und ich lege die mal hier hin. So. Nee, die soll ja nicht einsam sein, die soll ja bei den anderen ruhig. So, die soll sich wohlfühlen bei uns. Studio, ja, ne? Okay, super. Ja, da bin ich mal gespannt, wie schnell wir jetzt einen Ausverkauf haben werden. Und wir müssen noch mal auf die schwarze gehen, ob die immer noch tickt. Geht mal ganz nah ran, liebe Mitarbeiter, liebe Kollegen, Kolleginnen, Kollegen, Kolleginnen, nee, Kolleginnen, Kollegen. Kolleginnen und Kollegen. Läuft's noch? Oh. Es läuft. Es läuft. Schauen Sie mal. Also hier haben Sie die Sicherheit, dass Sie tatsächlich eine coole, wunderbare Uhr kaufen und die kann auch schwimmen. Ne? In diesem Sinne bin ich jetzt mal gespannt, wie schnell wir, wie gesagt, Ausverkäufe haben werden. Gehen Sie jetzt ran ans Telefon. Bist du zufrieden mit mir? Ich bin super zufrieden mit dir und mit der Uhr, mit allen. Ich fühle mich super wohl. Dann gibt es auch ein Handküsschen. Oh, danke schön. Ihnen natürlich auch, meine Damen. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.